ist, ich bin ja im Minus. Ich muss ja das Wasser hier kaufen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge auf der Grünfelder Land im Landwirtschaftssimulator 22. 6.238 Euro minus. Ist schlecht. Das ist schlecht. So, ich habe auch ein kleines Problem. Die Sonnenblumen sind noch gar nicht erntereif. Die Sonnenblumen brauchen noch einen Tag. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, um den Traktor endlich zu waschen, was ich letztes Mal vergessen habe. Das machen wir jetzt mal schnell. Hier, Gewächshaus ist am Start, aber wir müssen uns noch einen oder das Wasserfass holen. Das steht beim Händler, genauso wie das Schneidwerk für die Sonnenblumen. Also das machen wir jetzt sofort. Dann können wir nämlich das Gewächshaus auch in Betrieb nehmen. Und dann ist gut. So, schick, schön, sauber. Und dann ab zum Händler. So, ich nehme erstmal mein Gewicht wieder mit. Und dann holen wir noch den Anhänger. Es ist jetzt nicht das große Fass geworden, aber ich denke, das reicht für uns für den Anfang auch ganz gut. 6000 irgendwas ein bisschen Liter passen da ja rein. Das ist genügend, um das Gewächshaus erstmal zu betreiben. Müssen wir halt zwei, dreimal fahren. Außerdem hat Malonation mir unter das Video und das letzte Video kommentiert, dass ich tatsächlich auch erstmal noch den Wassertank platzieren muss, damit ich das richtige Wasser für die Gewächshäuser bekomme. Also von dem her haben wir da nichts falsch gemacht. Das ist ganz gut und die Wasserproduktion, die braucht noch ein bisschen. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann in Zwischenzeit, solange, weil der heutige Tag ist angefangen, oder der Oktober, solange die Sonnenblumen nicht erntereif sind, werde ich wahrscheinlich noch irgendeinen anderen Job machen. Feldgruppern oder so. Da kommt ja dann auch noch mal ein bisschen Geld rein, vielleicht, dass wir das Minus wieder ein bisschen wegkriegen. Das stört nämlich ein bisschen. Jetzt werde ich aber erstmal das Gewächshaus mit Wasser befüllen, damit wir hier schon mal Geld produzieren können. Und düngen könnten wir unser Feld 88 eigentlich auch nochmal. Dann wäre das eigentlich schon zweimal gedüngt und somit fertig. Warum kann ich hier jetzt kein Wasser kaufen? Befüllung starten. Ja, geht aber nicht, hä? Mist, ich bin ja im Minus. Ich muss ja das Wasser hier kaufen. Och nee, ich kann gar nicht. Aha. Dann schnappe ich mir erstmal den Grubber und wir gucken mal, welchen Auftrag wir machen können. Ich bin im Minus, deshalb, also sobald ihr im Minus seid, könnt ihr natürlich nichts mehr kaufen, genauso wie keine Helfer anstellen oder dies, das. Ah, das ist natürlich ärgerlich, aber so ist es halt. Es ist halt ein bisschen realistischer wie im LS19. Kuppern, D52, Vertrag akzeptieren. Gut. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich einen Helfer starte, der den Traktor dahin fährt, wo er hin soll. Aber wir haben ja kein Geld. Geht also nicht.
Ah, muss ich selber hinfahren. Was bringt mir der Vertrag? Der Auftrag 6.300. Jetzt sind wir minimal im Plus. Ich bin beim Feld angekommen. Wir entklappern. Entpacken, entfalten. Hä? Entpacken? Nein. Wie heißt denn das? Entfalten? Doch. Wir entfalten mal unseren Grubber. Und dann geht's ans Geld verdienen. Der Auftrag ist abgeschlossen. Also nicht abgeschlossen, aber fertig. Abgeschlossen. Doch, abgeschlossen. Abschließen. Fertig. Wir haben ein bisschen Geld. Das ist gut. Ich guck mal gerade, ob noch ein Auftrag da ist. Mit Grubbern. Nee, es sind alle zu große Felder. Dann fahren wir wieder nach Hause. Und holen uns für 100 Euro ein bisschen Wasser. Damit ich das Gewächshaus endlich in Betrieb nehmen kann. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser ich für 100 Euro kriege. Wahrscheinlich vielleicht 1000 Liter oder so. Ist nicht so viel, aber besser als nichts. So, dann schauen wir mal, wie viel Wasser das wird. Gruber schnell parken. Wasserfass dran und ab geht die Post. Jetzt sollte das Ganze auch laufen, nicht so wie vorhin. Jawohl. Ja, 1000 Liter war ziemlich gut gerecht geschätzt. 1000 Liter, ja. Naja. Ich bin mal gespannt, wie viel von 1000 Liter Wasser, also 100 Euro, wie viel Gewinn wir da erzielen können. Das wird man dann am morgigen Tag nachgucken. Dann haben wir da noch ein paar Eier. Ja, ist noch nicht viel mehr geworden. Ich werde jetzt nochmal mein Feld düngen. Dann ist das nämlich erledigt. So, wie breit war die Arbeitsbreite? Sieht halt hier wieder nicht richtig. Naja. Einfach mal probieren. Ich hoffe, dass es überhaupt eine Düngestufe bringt jetzt schon. Aber ich glaube schon. Müsste hinhauen. Zum Glück habe ich da schon mal eine Ecke rausgefahren aus dem Feld. Aber ich guck mal schnell, ob das was bringt. Ja. Sieht gut aus. Dann ist ja alles fein. So, was machen wir denn nachher noch? Ich weiß gar nicht, was ich noch tun könnte. Ich könnte noch das Schneidwerk abholen, weil im November wird das auf jeden Fall brauchen. Dann sind die Sonnenblumen erntereif.
Oder geht's aber steil runter. Bisschen aufpassen hier. Passt. Arbeitsbreite gut ausgenutzt. So muss das sein. So, jetzt ist allerdings die Frage, wo war ich schon und wo noch nicht? Ich würde eigentlich sagen, das sind die Reifenspuren. Hier anfangen. Ich kann noch ein bisschen nach links. So. Wir machen jetzt einfach mal so. Ich will jetzt nicht unbedingt am Dünger sparen. Was ich auch gleich mal gucken werde, ist, wie viel Ertragssteigerung wir schon haben. Jetzt haben wir ja zweimal gedüngt, gepflügt, Steine gesammelt. Unkraut haben wir nicht. Aber Unkraut ist auch noch nicht da. Also da wird man dann wieder ein Minus kriegen. Fertig, würde ich sagen. Oh, sieht gut aus. So, was haben wir hier? Ertragsbonus 83%. Das ist gut. 100% gedüngt. Im Wachstum, Gerste gehört mir. Perfekt. Dann fahren wir gleich mit dem Drescher los und holen unser Schneidwerk noch ab. Den lasse ich jetzt hier gerade mal dran. Brauche ich ja nicht. Ich muss leider mit dem Drescher rüberfahren und ich müsste eigentlich auch das Schneidwerk da hinten wegmachen. Also runterstellen. Oh, ist das laut. Vielleicht fahren wir onboard, dann ist vielleicht nicht ganz so laut. Entschuldigung für die Töne. Der Platz reicht nicht. So hinten raus sieht man ja hier nichts. So, jetzt sind wir ein bisschen weg, aber in der Halle, das dröhnt richtig. Ich glaube, ich lege das hier einfach mal unter den Baum. Mal runterklappen hier. So. Ich hoffe mal, dass es hier überhaupt drauf passt, aber naja, wir werden es gleich sehen. Der große Moment ist gekommen. Ups. Anhänger weg. Erntevorsatz Mais dran und dann mal gucken, ob der da drauf bleibt. Wobei, der ist auch gar nicht so breit. Ja, was jetzt? Boah, jetzt dachte ich schon, der geht da gar nicht dran. Nee. Okay, wir können den nicht zusammenklappen. Passt das jetzt so? Sieht erstmal gut aus. Auch wenn der ein bisschen schräg drauf ist. Vielleicht muss ich da ein bisschen vorsichtiger fahren, aber es wird schon gut gehen. Wir sehen uns wieder am Hof.
Ich habe den Erntevorsatz tatsächlich nicht verloren. Der ist da wirklich fest drauf, auch wenn er da nicht wirklich drauf gehört, glaube ich. Aber ist gut. Ziel erreicht. So. Ein Moment, Motor aus. Perfekt. Wir haben alles da für die nächste Ernte. Dann bin ich mal gespannt, wie die laufen wird. Ob wir da Gewinn machen oder Verlust. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.